Viertens, Suche. Durch die Facebook-Suche können andere User das Profil eines Mitglieds suchen. Zu Beginn der Mitgliedschaft ist das eigene Profil so voreingestellt, dass es durch die Suche gefunden werden kann. Diese Einstellung kann aber jederzeit geändert werden. Viele User nutzen ihr Profil nur für private Zwecke und möchten nicht von jemandem aufgefunden werden. Um die Auffindbarkeit zu verhindern, kann der Nutzer das eigene Profil zwar nicht vollständig von der Suche ausschließen, er hat jedoch die Möglichkeit zu beschränken, wer ihn finden kann. Möchte er den Sucherfolg anderer so gering wie möglich halten, bietet sich die Einstellung nur Freunde an. Und so gelangen Sie dorthin. Konto, Privatsphäre-Einstellung, auf Facebook vernetzen, Einstellungen anzeigen, nach dir auf Facebook suchen. Tipp: Erst entscheiden, wofür man das Facebook-Profil nutzen will, beruflich, privat, und danach einstellen, ob man gefunden werden möchte oder nicht. Google-Suche. Dein Name, keine Treffer. Bisher konnte jeder, ausgenommen die unter 18-Jährigen, der bei Facebook einen Account besaß, im Rahmen einer Suchmaschinensuche allein durch Eingabe des Namens gefunden werden. Diese Einstellung war nach der Registrierung voreingestellt und musste erst deaktiviert werden, das wurde jedoch geändert. Inzwischen muss der Nutzer diese Funktion erst freigeben. Wer die Suchmaschinensuche aktiviert hat, sollte sich darüber im Klaren sein, dass die freigegebenen Informationen jederzeit verfügbar sind. Um die Suchmaschinensuche zu deaktivieren, rufen Sie den Eintrag Einstellungen bearbeiten in öffentliche Suche auf. Dorthin gelangen Sie über Konto, Privatsphäre-Einstellungen, Anwendungen, Webseiten, bearbeite deine Einstellungen. Tipp: Wer vermeiden möchte, dass persönliche Informationen in falsche Hände geraten, sollte die Suchmaschinensuche nicht aktivieren. Der Freundefinder. Der Freundefinder ist eine Funktion von Facebook, die über das Netzwerk hinaus die Kontakte des Nutzers durchstöbert. Bis vor kurzem funktionierte der Freundefinder nur mit der in Facebook registrierten E-Mail-Adresse. Neuerdings wurden weitere Anbieter hinzugefügt. Es gibt drei Möglichkeiten, wie der Nutzer zu der Freundefinder-Funktion gelangen kann. Über das Personensymbol in der Menüleiste. Über das Register links unter Freunde. Über Konto, Freunde bearbeiten, Freunde finden. Einstellung zum Schutz der Privatsphäre für Mitglieder. Wie kontrolliert man, welche E-Mails Facebook an seine Kontakte in seinem Namen verschickt? Wenn der Nutzer E-Mail-Adressen mit Hilfe des Freundefinders hochlädt, kann er sich diese auf seiner Einladungsverlaufsseite anzeigen lassen und dort verwalten. Man sollte die Einladungsverlaufsseite löschen. Und so finden Sie diese Einstellung. Konto, Freunde bearbeiten, Freunde einladen, sende eine Nachricht an eingeladene Personen und Kontakte. Wer als registrierter Nutzer seine Kontakte importieren lässt, kann diese Kontaktliste wieder löschen lassen und lässt somit auch den Zugriff auf das eigene E-Mail-Adressbuch sperren. Facebook kann diese Daten nun nicht mehr wiederverwenden. Es gibt mehrere Wege, zu dieser Einstellung zu gelangen. Der einfachste ist der, der direkt über den Freundefinder geht. Sie müssen unter Füge persönliche Kontakte als Freunde hinzu auf Verwalte deine importierten Kontakte klicken. Anschließend auf Alle Kontakte entfernen klicken. Über den Button Entfernen wird der Zugriff auf das E-Mail-Adressbuch gesperrt bzw. bereits hochgeladene Adressen werden wieder gelöscht. Einstellung zum Schutz der Privatsphäre für Nichtmitglieder. Wenn ein Nichtmitglied kein Facebook-Nutzer werden will, kann dieser Facebook-E-Mails abbestellen. Dazu muss man auf den entsprechenden Link in der Einladungs-E-Mail klicken. Dadurch wird seine E-Mail-Adresse auf eine Liste mit Personen gesetzt, die keine E-Mails von Facebook erhalten möchten. Neben der Verhinderung von weiteren Einladungen kann das Nichtmitglied des Weiteren beantragen lassen, seine E-Mail-Adresse von der Datenbank zu nehmen. Wichtig ist es zu verstehen, dass dabei weitere Einladungen nicht verhindert werden können und demnach die zusätzliche Abbestellung via E-Mail notwendig ist. Auf der Webseite facebook.com/policy.php scrollen Sie zum Punkt 7 – Ändern oder Entfernen von Informationen durch dich.
Im Abschnitt Kontaktinformationen von Nutzern, die nicht bei Facebook registriert sind, finden Sie den Link Hilfeseite. Aktivieren Sie die Option Ich habe kein Facebook-Konto und möchte nicht, dass Facebook meine Informationen weiterhin speichert und klicken Sie auf Absenden.